Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen XCOM Enemy Unknown. Endlich! Ich wollte es ja schon mal starten, musste das dann nicht abbrechen, weil YouTube gesagt hat, nö. Aber ich habe jetzt die offizielle Erlaubnis von, war das Take-Two oder 2K Games? Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Aber, ja. Nö. So, wir spielen natürlich auf normal. Tutorial aus, brauchen wir nicht. So. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sind wir allein im Universum oder nicht. Beide Vorstellungen sind beängstigend. Arthur C. Clarke. Ich liebe dieses Zitat. Es ist super. Es stimmt. Commander, angesichts der aktuellen Alien-Invasion wurde dieser Rat der Nationen einberufen, um die Aktivierung des XCOM-Projektes zu beschließen. Sie sollen diese Initiative anführen. Von der ersten bis zur letzten Verteidigungslinie. Die Zukunft dieses Planeten liegt in Ihren Händen. Bitte bedenken Sie dies bei Ihrem weiteren Vorgehen. Viel Glück, Commander. XCOM, Enemy Unknown. Kein Druck oder so auf uns? Nee, nee. So, erstmal legen wir unseren Stützpunkt fest. Ja, wir können also auswählen, auf welchem Kontinenten wollen wir unsere Hauptbasis haben. Und jeder Kontinent hat einen entsprechenden Bonus. Was natürlich sehr praktisch ist für einen Anfang, ist Afrika, weil gibt mehr Kohle. Ich bin aber ein sehr großer Fan von Südamerika, weil Ergebnisse von Autopsien und Verhören liegen sofort vor, ist verdammt praktisch. Wobei ich sagen muss, ich gehe nach Europa. Labor und Werkstätten, wobei, nee, das ist bei den zum Kauf. Ich meine natürlich Asien, weil die Projekte in der Gießerei und Offiziersschule kosten 50% weniger. Das ist verdammt praktisch. Ihre nächste Mission führt Sie nach Japan. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen da runter und alle Feinde ausschalten. Okay, das klingt einfach. Einsatzziele. Erkunden Sie die, den Entführungsschauplatz und identifizieren Sie Gegner. Schalten Sie alle gegnerischen Aliens aus. Ja, das passt. Das kriegen wir hin. Bestimmt. Strike One, hier Central. Sie haben Feuererlaubnis für jeglichen Feindkontakt im Einsatzgebiet. Keine Risiken eingehen. Okay, also wir sind hier dieses XCOM-Team. Und ja, wir sind dafür zuständig, hier die
Alien-Invasoren. Auf der Erde. Wir erleben etwas, das es in der uns bekannten Geschichte nie zuvor gegeben hat. Zu finden und zu erledigen. So, mal schauen. 25% Trefferchance. Ist jetzt nicht wirklich viel. Deswegen machen wir hier mal einen Feldposten. Feldposten heißt, wir haben einen kleinen Schuss Malus, sag ich mal. Aber der erste Gegner, der uns hier vor die Flinte rennt, wird auch direkt aufs Korn genommen. So, du gehst mal dahin, du spurtest mal hier. Okay, ich dachte, das war schon ein Spurt. Egal. So. Ich wollte dich eigentlich dort stehen lassen, aber egal. Dann spurtest du dorthin. So, und bleibst dort stehen. Und du, spurtest mal dort zur Baggerschaufel. Und nimmst da Deckung. Oh. Natürlich sind die jetzt auch hier auf der anderen Seite und mir voll im Rücken. Aber den einen haben wir schon mal erledigt. Anscheinend zerstören sich ihre Waffen von selbst, wenn der Träger stirbt. Wir sollten Ausschau nach Bruchstücken halten, die wir für unsere Forschungsprogramme bergen können. No, das war klar, dass es den erwischt. Ich meine, wenn die mir hier schon in den Rücken fallen können, ne? Sitz hier fest! Aber der sitzt voll daneben. Ja, ihr seht schon, XCOM ist ein, ja, eine rundenbasierte Strategie. Ja, wir wechseln uns hier immer mit unseren Gegnern quasi ab. Und, ja, ich sag mal, jeder kriegt pro Runde oder jeder Charakter kann bis zu 2 Züge durchführen. Meistens einmal laufen, einmal schießen. Das ist das, was man meistens macht. Oder halt zweimal laufen. Beziehungsweise spurten. Spurten hat den Vorteil, man kriegt eine größere Distanz überwunden als beim normalen Laufen. Aber ja, es kann dabei halt passieren, dass man voll in alienverseuchtes Gebiet rennt und keine Möglichkeit mehr hat, sich irgendwo eine ordentliche Deckung zu suchen. Deswegen muss das immer ein bisschen überlegt passieren. So, na, treffen wir 45%? Nee. Wäre auch zu schön gewesen. Verflucht. Da sind wir umgedeckt. Dann gehst du mal hier vor in die Ecke. Und dich setzen wir mal auf Feldposten, falls der sich hier in unser Sichtfeld reinbewegen sollte. Was jetzt passiert ist. Und erwischt. Sehr schön. Gute Arbeit da draußen, Strike One. Wenn Sie gestatten, Commander. Die Labore sind in Alarmbereitschaft und die Teams erwarten ihre Befehle. Wir können sofort mit der Untersuchung der gefundenen Artefakte beginnen. Sehr schön. Ja, unsere erste Mission. Alle 4 Aliens getötet, keine Einsatzkräfte verloren. Das ist sehr, sehr schön. Genau so soll das immer enden. Und natürlich wird es genau so nicht immer enden. Willkommen im XCOM Hauptquartier, Commander. Ich bin Central Officer Bradford. Ich übernehme 2 Aufgaben in diesem Projekt. Die taktische Unterstützung unserer Einsätze und Ihre Unterrichtung über die aktuelle Situation. Auf diese Weise können Sie sich um die wichtigeren Aufgaben kümmern, wo wir gerade dabei sind. In der Kaserne wartet ein Soldat auf seine Beförderung. Gehen Sie nur. Okay. Ja, da hat man jetzt gerade so ein bisschen unsere Kaserne gesehen. Beziehungsweise unser Einsatzgebiet. Rekrut Hector Flores ist 4 Tage verwundet durch den Schaden, den er genommen hat. Na gut. Dieter Schwartz. Die Sturmeinheit kämpft an vorderster Front. Sie geht als erste in den Kampf und zieht als letzte ab. Commander in die Forschungslabore.
Ja, in die Forschungslabore. So, mit jedem, mit der Beförderung eines Soldaten bekommt er eine Fähigkeit dazu. Bei den meisten Beförderungen können wir uns aus zwei eine aussuchen. Als Soldat bekommt er immer eine bestimmte klassenspezifische Fähigkeit. Und als Major ist auch eine bestimmte. Und erst beim Colonel können wir es uns wieder aussuchen. Commander in die Forschungslabore. Ja, halt die Klappe. Die Beförderungen sind davon abhängig, wie viele Kills haben wir bei wie vielen Einsätzen. Und ich weiß nicht ganz, wie die Klasse da ermittelt wird. Aber naja, egal. Der Spezialist für schwere Waffen leistet wichtige Arbeit für den Trupp. Mit dem Raketenwerfer im Schlepptau ist er ein wahrer Zerstörungsexperte. Stimmt, ich hätte gerade noch was zu der Fähigkeit sagen können. Hier der Raketenstart. Unser Heavy, die schwere Einheit, hat eben einen Raketenwerfer mit dabei, den er pro Einsatz einmal einsetzen kann, um eben eine Rakete in einer geraden Strecke abzufeuern und damit ordentlich Bums zu machen. Der Sturm hat eine Fähigkeit, mit der er, obwohl er gesprintet ist, trotzdem nochmal schießen kann in der Runde. Das hat, ich glaube, 3 Runden Abklingzeit oder sowas. Auch sehr praktisch. Und eine meiner Lieblingseinheiten, der Scharfschütze. Unsere Scharfschützen sind darauf spezialisiert, größtmöglichen Schaden aus der Distanz anzurichten. Ohne ausreichendes Training sind sie in Nahkampfsituationen jedoch verwundbar. Ja, in Nahkampfsituationen verwundbar, das ist das einzige Problem am Scharfschützen. Aber die erste Fähigkeit gibt uns gleich mal eine plus 30%ige Chance auf kritische Treffer. Und Bonusschaden, wenn wir dann kritten. Was sehr, sehr praktisch ist. Die sichergestellten Artefakte werden abgeladen und das Forschungsteam erwartet ihre Befehle. Auf ihre Anordnung hin fangen wir an, Commander. Ja, das, was wir hier geborgen haben, kann erforscht werden. Beziehungsweise wir können es später auch, oder wir können es auch verkaufen, wenn wir in Geldnot sind. Ist nicht immer unbedingt praktisch, aber ja. In die Forschungslabore. So, wir sind in die Forschungslabore. Na dann. Guten Tag, Commander. Mein Name ist Dr. Valen. Ich leite das Forschungslabor. Hier werden alle Forschungen und Entwicklungen der XCOM durchgeführt. Wir haben mit der Auswertung der Artefakte aus unserer ersten Begegnung mit den Aliens begonnen. Aufgrund der vorläufigen Ergebnisse nehmen wir an, dass wir damit neue Ausrüstung für unsere Soldaten entwickeln können. Mit Ihrem Einverständnis beginnen wir sofort mit den Untersuchungen. Commander in die Forschungslabore. Ja, dann wollen wir doch gleich mal eine Forschung beginnen. Und zwar forschen wir zunächst mal die Xenobiologie. Dauert 8 Tage, aber ja gut, was soll's. Ich stimme zu. Das scheint die dringendste unserer Forschungsoptionen zu sein. Wir machen uns sofort an die Arbeit. Ich lasse Sie wissen, sobald der Bericht fertig ist. Ah, Commander. Ich habe mich schon gefragt, wann Sie kommen würden. Willkommen in der Technikabteilung. Hier werden alle Träume des Forschungslabors realisiert. Und da wir gerade dabei sind, Dr. Valen hat uns ein paar neue Pläne geschickt. Mit Ihrer Erlaubnis starten wir die Produktion. Ja, in der Technikabteilung können wir zum einen Einrichtungen bauen, was wir jetzt aktuell, glaube ich, noch nicht wirklich brauchen. Aber wenn wir unsere Anlage wirklich vergrößern wollen, müssen wir unter der Basis graben. Aber je tiefer wir graben, desto teurer wird es leider auch. Logischerweise. Gut, wir könnten jetzt hier ein Kraftwerk bauen, das brauchen wir aber nicht. Wir haben hier aktuell noch genug Energie. 25 von 37. Ich könnte hier schon mal anfangen auszuheben. Ich glaube, das mache ich auch, weil das braucht immer ein paar Tage. Und bevor uns dann die Zeit knapp wird. So, Medikit werden wir auf jeden Fall mal eins herstellen. So, ist auch direkt da. Ich könnte Satelliten herstellen, aber nee, aktuell erstmal nicht.
So, und wir sollen zur Einsatzleitung. Dann gehen wir doch mal dahin. So, und wir scannen nach Aktivitäten. Das ist eigentlich das, was wir meistens machen werden, wenn in der Basis so weiter nichts zu tun ist. Scannen nach Aktivitäten. Wir haben mehrere Hilfegesuche erhalten. Aktuelle Entführungsfälle sind auf dem Hologlob markiert. Und kriegen dadurch dann unsere neuen Missionen. So. Die Frage ist jetzt, wo helfen wir aus? Die Schwierigkeit des Einsatzes ist jetzt nicht wirklich ausschlaggebend. Das ist nur so für uns zur Information, sage ich mal. Was viel wichtiger ist, ist die Belohnung. Was möchte man da haben? Es kann eigentlich nie verkehrt sein, mehr Wissenschaftler und Ingenieure zu haben. Und aktuell möchte ich die Wissenschaftler eher haben. So. Okay, dann haben wir hier auch schon quasi das, was ich haben möchte. Außer bei dem neuen Rekruten. Der legt meine Splittergranate ab für das Medikit. So. Aber ansonsten starten wir auch diesen Einsatz. Dann kann ich euch so ein bisschen mal die verschiedenen Fähigkeiten zeigen. So, wir fliegen erstmal zu unserem Einsatzgebiet, das wir uns ausgesucht haben. Wir landen. Und beginnen den Angriff. Unser nächstes Ziel heißt Argentinien. Dort scheint die Lage am bedrohlichsten zu sein. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen darunter und alle Feinde ausschalten. Entführung durch Außerirdische im Gange. Keine Zivilisten am Einsatzort, aber mehrere Invasoren. Begleitschäden sind daher akzeptabel. Kollateral ist mein Lieblingsschaden. Ja, also wir können hier ruhig rumballern. Ist scheißegal. Angriffsteam wird abgesetzt. Erwarten Ihre Befehle. Roger, Big Sky. Wir empfangen Sie klar und deutlich. Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. So. Und hier haben wir auch das Sturm und Schuss entsprechend. Die. Da kommen Sie. Die Storms sind so. Die Sturmtruppen sind sowieso unsere. Ja, unsere erste Angriffswelle, sag ich mal. Die sich als erstes unsere Gegner vorknüpfen werden. So. Und unser Scharfschütze. Im Moment, das ist nicht der Scharfschütze, das ist unser Heavy. Unser Heavy hat auch eine ganz wichtige Rolle. Nämlich Gegner aufs Korn nehmen. Mal gucken. Einfach mal raufballern. Versuch macht klug. So, hier haben wir unseren Scharfschützen und den wollen wir gerne so weit wie möglich oben platzieren. Weil Höhenvorteil hatten wir jetzt schon gehört. Und der Höhenvorteil ist sehr praktisch. So, mal schauen. 25%, aber wir versuchen es einfach mal. Nee. Man kann auch mal Glück haben. Aber, ja, muss halt nicht, ne? Ah, jetzt sehen wir hier schon eine Spezialfähigkeit von den Aliens. Also von diesen Aliens. Und ja, das war ein bisschen gespoilert, dass es später noch andere geben wird, aber hey. Oh fuck, wir sind ohne Deckung. Na, danke. Ja, Mistviecher. Ja, durch diesen Gedankenschlons bekommt der Alien da hinten einen Hitpoint mehr. Klingt nach nicht viel, ist aber sehr praktisch. So. Also sehr praktisch für ihn, eigentlich. Wir sehen uns in der Hölle. So, erster Down. Sehr schön. Dann wollen wir mal hier nach vorne. Da ist niemand. Na gut, gehen wir auf Feldposten. So, Nachteil vom Scharfschützen. Wenn er sich bewegt, kann er nicht mehr schießen in der Runde. Und das kann ein sehr großer Nachteil sein. Oh weh, ich musste aber weg. Das Auto brennt. Brennende Autos sind immer eine schlechte Idee.
Also es ist immer eine schlechte Idee, dann in der Nähe zu bleiben. Deshalb gehen wir hier mal in Deckung. So, wenn wir in Deckung gehen, haben wir ein kleineres Sichtfeld. Ja, das heißt, wenn er alleine stehen würde, würde er nicht mehr so weit sehen können, wo da noch Aliens sind. Vorteil des Ganzen ist aber, wir können nicht von Crits getroffen werden. So. Und wir nehmen mal den hier aufs Korn. Und genau deswegen wollten wir nicht auf dem Auto stehen bleiben. Wenn es brennt. Ja. So, ich bin mir nie sicher, wie rum genau das ist, aber ich glaube, der diesen Sonderskill einsetzt, wenn der drauf geht, geht auch der drauf, der davon profitiert hat, sag ich mal. So, dann wollen wir hier mal Sturm und Spud, Sturm und Schuss, so. So, und 18%, egal, komm. Schade. Aber wir wissen jetzt wenigstens, wo er ist. Das ist auch schon mal ganz praktisch. So, du gehst mal hier zu unserem Scharfschützen. Und, Moment, du bist nicht unser Medic. Da ist unser Medic. Warum war ich der Meinung, du bist der Medic? Keine Ahnung. Egal. So, dahin. So. Du gehst zu unserem Scharfschützen. Und setzt einmal das Medikit ein. Moment. Da, Wunde heilen. Wunde heilen, einmal dort. Dankeschön. So, leider nur ein Einsatz pro Zug. Aber das reicht meistens. Oder pro, also eine Benutzung pro Einsatz, so rum. Aber es gibt Schlimmeres, sag ich mal. Okay, der verzieht sich. Die Ratte verzieht sich. Ja, genau. Und, zwei Runden Abklingzeit. So, rennen wir mal da nach vorne. Um das Viech weiter im Blick zu behalten. So. Na denn. Oh, 47% und wir treffen. Nice. Sehr schön. Aber hier ist irgendwo noch einer. Mag mir nicht ganz so sehr gefallen. Also, hier ist nicht nur einer, wenn, dann ist hier eine ganze Gruppe. So. Und die müssen wir jetzt halt erstmal finden. Ist immer so eine kleine, ja. So ein kleines Versteckspiel. Sag ich mal. So, dann geht's. Ne, Moment. Da gehen wir jetzt mal mit dem Heavy vor. Weil der kann einfach mal hier hin gucken, was hier ist. Dann noch ein bisschen weiter gucken. Okay. Tja, ist jetzt die Frage, ne? Wo sind die? Da ist nichts zu sehen. Dann spurtest du mal da nach vorne. Aber da ist auch nichts weiter. Ah, hier ist noch ein ganzes Gebäude. Okay. Dann wundert mich das nicht, dass ich da nichts gesehen habe. Waffe ist entsichert. Und natürlich direkt beim Spurt, ne? Direkt beim Spurt meiner letzten Einheit. Toll. Naja. Und du kannst mich natürlich voll flankieren. Ach, so ein Mist. Aua. Ja. Sowas passiert, wenn man einfach losstürmt. Okay. Dann gehst du mal dahinter, um wieder in ordentlicher Deckung zu sein. Und ziehst erstmal auf den da. So, sehr schön. Okay. Schauen wir doch mal, ob wir die anderen auch noch kriegen. Oder den anderen, besser gesagt. Wow. Unser Heavy kann echt gut zählen mit seiner MG. Nice.
Sowas sehe ich gerne. Fliegen wir zurück. Auf in die Basis. Commander, ins Lagezentrum. Commander, ins Lagezentrum. Okay, unsere beiden getroffenen Soldaten sind beide verwundet. Aber wir haben hier für Wahid eine Beförderung. Die Unterstützungseinheit hilft den Trupps auf nicht materiellem Weg. Sie ist eine wichtige Hilfe für alle in ihrer Nähe. Und ich habe gehofft, dass er ein Unterstützer wird. Hat hier als ersten Skill die Rauchgranate. Einmal pro Einsatz habe ich das Ganze. Und gibt allen Einheiten plus 20 Verteidigung. Die sich im Rauch befinden. Was sehr praktisch ist, weil dadurch werden sie halt weniger getroffen. So. Ja, hier noch ein paar Artefakte geborgen. Und wir können jetzt Labors bauen. Was sehr praktisch ist. Weil für jedes Labor steigt die Forschungsgeschwindigkeit. Und, ne? Das ist super. So, wir kriegen erstmal 4 Wissenschaftler. Was auch sehr praktisch ist, weil das erhöht die Forschungsgeschwindigkeit auch. Aber wir werden hier an der Stelle jetzt ja im Lagezentrum weitermachen, aber erst in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch so ein bisschen Spaß auf das Projekt gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.